Ein besonderes Erlebnis Schokolade lädt am 3. und 4. März ins Kurfürstliche Schloss zu Koblenz ein. Schokolatiers, Konditoren und Freunde der Schokolade werden an diesem 1. Märzwochenende verwöhnt, informiert und Profis präsentieren ihr Handwerk im Umgang mit dem Genuss Schokolade vor Publikum. Die Vorbereitungen laufen im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz auf vollen Touren. Hallo, mein Name ist Joachim Schäfer und ich bin Ausbilder bei der Handwerkskammer Koblenz. Heute machen wir ein Schokoladenschaustück und dafür habe ich mir Hilfe genommen. Einmal die Roxana und zum anderen die Julia, beides Meisterschülerinnen bei uns im Meisterkurs. Der Konditor macht nicht nur Torten oder süße Naschereien, wir Konditoren sind Künstler. Mit all den vielen unterschiedlichen Facetten, die dazugehören. Und was das bedeutet, werden wir euch jetzt zeigen. Let's go, Mädels! So, hier ist jetzt die Roxana, die füllt die Formen, ne? Das ist unsere Süße. Hier ist jetzt die Julia, das ist unsere Exakte. Die macht die Blütenblätter für die Blumen. Ja, und Sie sehen, wie ordentlich. Okay, exakt nicht immer, aber kann passieren. Die Handwerkskammer richtet 2018 erstmals den Wettbewerb Le Championnat du Chocolat in Koblenz aus. Wichtig ist den Machern nicht nur eine Leistungsschau im Umgang mit Schokolade, sondern auch der direkte Austausch mit dem Publikum. Ja, super, meine Damen. Sehr schön. Also sind jetzt fast fertig, die Blumen. Und jetzt werden wir den nächsten Schritt angehen und werden die Blumen airbrushen und einen schönen Farbton verpassen. Jawohl, super Farbenspiel, das ist Leidenschaft, das ist Liebe zum Beruf. Jawohl, sehr schön. Jetzt haben wir hier den fertigen Aufbau, der jetzt noch angesprüht wird, damit er gleichmäßig in der Farbgebung ist, im Farbton. Und dann kommen später die einzelnen Nuancen dran, wie Blumen, Masken, halt eben die Sachen, die wir eben auch mal angedeutet haben und schon gezeigt hatten. Besucher der Veranstaltung im Schloss können sich nicht nur auf fantastische Wettbewerbsarbeiten von Chocolatiers und Konditoren freuen, sondern deren Kreationen auch verkosten und käuflich erwerben. Ja, machst du heute wieder einen Lärm? Mir tun die Ohren weh! Ja, hervorragend. Die erste Blüte ist jetzt dran. Die Harmonie von dem Ganzen fängt an zu wachsen. Das Farbenspiel kommt langsam raus. Wir machen das Ganze jetzt fertig und ihr werdet später das Ergebnis sehen. Einmalig treffen beim Wettbewerb vom Lehrling bis zum Meister des Konditorenhandwerks Schokolatiers aus ganz Deutschland und Europa zusammen. Das Motto lautet: Schokolade trifft Fantasie. Und der sind kaum Grenzen gesetzt. Jawohl, sehr schön. Julia, Roxana, habt ihr wirklich super gemacht. Da lacht das Konditorherz, das sieht Bombe aus. Farbgebung, Farbharmonie, Gestaltung, Aufbau, wirklich hervorragend. Und wenn man draußen mal guckt, jetzt ist schon dunkel, ja, im Hellen haben wir angefangen. Was uns wiederum zeigt, wenn man sowas gestaltet und ausarbeitet, dann braucht es eine Zeit. Und ich bin davon überzeugt, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann kommt am 3. und 4. März 2018 ins Kurfürstliche Schloss zu Koblenz zu dem Championnat du Chocolat. Da werdet ihr noch ganz viel von diesen herrlichen Schokoladenschaustücken zu sehen bekommen. Und wir drei stoßen jetzt hier auf diese tolle Arbeit gemeinsam an.